Der Titel ist ein wenig kryptisch vielleicht, mit Lernen zwischen Bani und WUKA, sind Akronyme, die unsere Welt beschreiben, und ich möchte Sie da auf den Weg mitnehmen, nämlich in einer instabilen Welt Herausforderungen als Chancen erkennen und nutzen. Das wäre der eigentliche und schönere Titel gewesen, aber WUKA und Bani macht vielleicht ein bisschen mehr neugierig, habe ich mir gedacht. Und vielleicht hat es auch einige abgeschreckt, das auch, ist auch möglich. Das heißt, wir schauen uns jetzt einmal die Gesellschaft an. Was ist die Gesellschaft denn so eigentlich? Also ich habe drei Beschreibungskategorien und ein Symptom dieser Gesellschaft, das ich für Sie mitgenommen habe. Und dann natürlich werden wir uns auch WUKA und Bani als Welterklärungsmöglichkeiten, ist noch immer ein bisschen kryptisch, widmen. WUKA als Herausforderung sehen, Bani als dann die Antwort und WUKA wieder als Lösung. Es wird noch immer, also es wird nicht besser, ich bleibe auch kryptisch, weil ich habe dann nämlich auch LAFT als neues Akronym. Wer das nicht kennt, macht nichts, das habe ich mir einfallen lassen. Und vielleicht dann Authentizität als wirkliche Lösung in den unterschiedlichen Bedeutungen. Das wäre so das Programm. Schauen wir mal, ob ich in der Stunde durchkomme. Ich würde Sie bitten, auch aktiv wirklich auf die Uhr zu schauen und mir nach 45 Minuten wild zu signalisieren, dass ich eh schon fast überzogen habe, damit ich mich auskenne. Ja, drei Beschreibungen, ein Symptom. Wir haben es in der Vorstellung schon gehört. Unsere Gesellschaft hat wahnsinnig viele Namen. Wissensgesellschaft, Informationsgesellschaft, Leistungsgesellschaft, Konsumgesellschaft. Egal mit welcher Brille wir drauf blicken, es hat immer einen anderen Namen und auch neue Herausforderungen. Und es gibt einige, vor allem Soziologen, ich muss nicht gendern in dem Fall, die sich mit dem Phänomen Gesellschaft auseinandergesetzt haben und da auch einige Befunde entdeckt haben. Einer davon ist Felix Stalder, ein Schweizer, der die Kultur der Digitalität beschrieben hat. Es wird jetzt nicht so theoretisch, wie es vielleicht ausschaut, aber Felix Stalder hat gesagt, in einer Kultur der Digitalität haben wir drei Dinge, die besonders prägend sind oder die auch Auswirkungen, Symptome dieser Gesellschaft sind, nämlich die Algorithmizität, die Referenzialität und die Gemeinschaftlichkeit. Gemeinschaftlichkeit haben wir heute schon gehört. Barbara Buchecker hat uns mit in die Welt von Wikipedia genommen. Wir waren auch schon länger in der Welt der Social Media unterwegs, wo gemeinsam etwas gemacht wird, gemeinsam gestaltet wird. Referenzialität heißt eigentlich nur, dass alle Werke mittlerweile aufeinander referenzieren und es gar nicht mehr so klar ist, wo jetzt genau das Original ist. Wir haben es schon im vorherigen Vortrag bei den Fake News gehört. Wir wissen eigentlich gar nicht, wer was genau geschrieben hat, also wer ist da der Urheber, die Urheberin. Und auch die Barbara Buchecker hat uns mit der Einführung in ChatGPT auch schon gezeigt, dass das mit der Urheberschaft so gar nicht mehr klar ist eigentlich, woher das denn eigentlich kommt. Und dass ChatGPT sehr kreativ ist, wenn es die eigenen Quellen angibt. Also es erfindet halt einfach einmal Quellen, weil es hat ja einen Datensatz und das reicht ja. Also im Grunde genommen, wo da das Original und wo die Kopie ist, wissen wir auch nicht genau. Und das Letzte ist die Algorithmizität. Und Algorithmen sind das, was uns eigentlich prägt in unserer gesamten Gesellschaft, in unserer gesamten Welt. Man sagt, in der Wissensgesellschaft, Informationsgesellschaft brauchen wir das, weil es sind so viele Informationen, es ist so wenig Zeit und irgendjemand muss uns auch helfen, die für uns notwendigen Informationen auch zu finden. Das ist ein Algorithmus, sagt zumindest Google, das uns quasi einen Algorithmus zur Verfügung stellt, den zwar niemand versteht, aber es ist okay, wir haben ihn. Wir müssen uns nur bewusst sein, dass es diesen Algorithmus einmal gibt. Das ist schon mal ein Anfang und vielleicht andere Suchmaschinen verwenden. Barbara Buchecker hat es uns heute auch gezeigt. Das heißt, diese Algorithmizität ist einfach so auch ein Ausweg in der Fülle der Daten. Sie kennen diese wunderbaren Schlagworte wie Big Data und Learning Analytics, die so als, ich könnte jetzt boshaft sagen, so als leere Formeln auch verwendet werden, um irgendwie gesellschaftliche Phänomene zu beschreiben und auch uns Angst zu machen. Aber die Algorithmizität ist tatsächlich etwas, dessen müssen wir uns bewusst sein. Wir haben heute schon gehört von Instagram, von TikTok, wenn jetzt der Algorithmus von Google noch relativ verständlich ist, dann ist der von TikTok gar nicht mehr verständlich. Und solange der Algorithmus zum Beispiel von so großen Kaufhäusern, Online-Warenhäusern, einfach
so schlecht ist, dass er mir, nachdem ich mir einen Staubsauger gekauft habe, immer noch Staubsauger vorschlägt in den E-Mails, mache ich mir auch wenig Sorgen. Ja, also im Grunde genommen, diese Algorithmizität müssen wir uns einfach einmal auch bewusst sein, dass es die gibt, weil, wir haben es jetzt auch bei ChatGPT schon gehört, auch da funktioniert ein Algorithmus im Hintergrund und der kann positive und negative Auswirkungen haben, je nachdem, was der Lerndatensatz im Hintergrund ist. Wir müssen uns dessen einfach einmal bewusst sein. Das heißt, es ist jetzt keine Bedrohung per se, es ist eine Herausforderung, die wir als Chance sehen können, auch einen Teil der Welt zu verstehen. Die zweite theoretische Betrachtung ist von Kuklik, der sagt, die Welt ist eine granulare Gesellschaft. Das heißt, wir haben jetzt, also wenn Sie sich, ja, das Bild kommt nicht von mir, sondern kommt von ihm, Sie kennen alle einen Billardtisch vermutlich, Sie wissen ungefähr, wie groß Billardkugeln sind. Ich sehe Nicken, das ist gut. Und die Gesellschaft ist jetzt nicht mehr aus Billardkugeln zusammengesteckt, sondern Sie müssten sich vorstellen, dass jede dieser Billardkugeln so auf Schrot atomisiert wird, also granularer wird. Und dadurch, dass jetzt die gesamte Gesellschaft viel granularer wird, wird auch alles irgendwie undurchsichtiger. Wir verstehen die Zusammenhänge nicht mehr. Algorithmus ist da so ein Beispiel eben auch dafür. Wir wissen nicht mehr ganz genau, wo die Einflüsse herkommen. Wir durchblicken nichts mehr und wir können auch viel weniger vorhersagen, weil diese Kugeln einfach Miniatur sind. Das heißt aber auch, und ich weiß nicht, wie viele von Ihnen, ich mache jetzt keine Umfrage, wie viele von Ihnen eine Smartwatch tragen oder so einen Fitness-Tracker tragen. Ich vermute mal, dass es doch ein paar sind. Im Grunde genommen ist das genau eines dieser Symptome oder dieser Begleiterscheinungen der granularen Gesellschaft, denn wir sind keine Individuen mehr, sondern wir sind singulär. Weil jeder von uns, der so ein Ührchen trägt, der vermisst sich ständig und weiß ganz genau, wann er wie viel geatmet hat, wie gut er geschlafen hat. Das ist dann so absurd, dass wir in der Früh aufwachen und einmal auf unser Handy schauen, was synchronisiert hat, um zu schauen, wie habe ich denn heute geschlafen. Ja? Man könnte auch in sich hineinhören, aber grundsätzlich, die Uhr weiß es ja besser. Es gibt da ein Lied von den Wise Guys, die gibt es nicht mehr, aber das Lied gibt es noch, das heißt Facebook, und da ist eine Zeile, so sinngemäß, ich bin ganz schlecht beim Auswendigmerken, das ist wahrscheinlich diese digitale Demenz, die Spitzer immer sagt, bevor ich morgens nicht auf Facebook schaue, habe ich keine Ahnung, wie es mir geht. Und im Grunde genommen, vielleicht ist es in meiner Generation tatsächlich Facebook, bei den Jugendlichen wird es dann wahrscheinlich eher Instagram oder TikTok sein, wo die Welt dann auch wieder in Ordnung ist, oder Snapchat, wenn die anderen alle geantwortet haben. Das heißt, granulare Gesellschaft, alles wird sehr viel kleiner, und da kommt noch was Zweites hinzu, nämlich die soziale Beschleunigung. Hartmut Rosa wäre da einer dieser Vertreter, der sagt, unsere Welt ist immer schneller. Rechnen Sie zurück, wann war Weihnachten? Gestern, oder? Also im Grunde genommen, wir sind eigentlich schon wieder Ende Jänner. Das heißt, das erste Zwölftel des Jahres ist schon wieder vorbei. Und wir nehmen uns auch keine Zeit mehr. Es gibt den Coffee to go. Man liest die Zeitung, während man isst, und der Fernseher rennt auch im Hintergrund. Man könnte ja irgendwas versäumen. Das ist dieser FOMO, den die Jugendlichen auf Social Media haben, den haben wir halt in klassischen Medien. Ist nichts Neues, ist jetzt ein bisschen anders. Aber wir nehmen uns keine Zeit mehr, wir sind Multitasking, wir machen alles gemeinsam. Wir sitzen auf dem Ergometer und hören ein Hörbuch oder lesen ein Buch. Ich kann es nicht, aber es gibt Menschen, die können das. Wir nehmen uns keine Zeit mehr. Und wir nehmen uns auch keine Zeit, zum Beispiel, wie wir vorhin gehört haben, beim Fake News identifizieren, die journalistische Technik der 5W-Fragen anzuwenden. Weil was machen wir? Erinnern Sie sich bitte an den Vortrag von Barbara Buchecker. Da war eine Zeitungsüberschrift. Sie können sich erinnern, welche Zeitung das war. Sie wissen auch noch, was das Thema war. Sehen Sie, Sie haben den Beitrag nicht gelesen, aber die Schlagzeile, die können Sie jetzt wiedergeben. Und wenn Sie nach Hause gehen, weil es ist ja auch in einer Zeitung gestanden, in einer Tageszeitung, gedruckte Tageszeitung, die Qualität lassen wir mal außen vor, aber Sie erinnern sich an die Überschrift. Und die hat sich eingeblendet, auch wenn Sie im Nachhinein erfahren haben, dass die Überschrift mit dem Text nicht übereinstimmt. Die Überschrift haben Sie sich gemerkt. Und wenn Sie das nächste Mal davon hören,
dann werden Sie denken, ah ja, das habe ich schon einmal irgendwo gehört. Und es wird Ihnen vielleicht das Gefühl geben, das könnte doch tatsächlich wahr sein. Und das macht das Ganze auch ein bisschen schwierig in unserer Gesellschaft, weil nämlich auch sehr viele Einflüsse in sehr kurzer Zeit sehr schnell auf uns einfließen. Das Dritte, und da schließe ich jetzt an den Vortrag von gerade vorhin, von nicht ganz gerade vorhin, sondern einen davor, schließe ich an, nämlich Andreas Reckwitz, auch ein Soziologe, hat ein Buch geschrieben, das nennt er Die Gesellschaft der Singularitäten. Und da sagt er, in unserer Gesellschaft mittlerweile, wir sind eigentlich nur mehr dann etwas, wenn wir anders sind als die anderen, aber positiv anders. Wie war das, dieser Aufwärtsvergleich? Was bedeutet das eigentlich? Früher war es so, dass es Mainstream gegeben hat und die anders waren. Das waren die vegan leben, das waren die lange Haare hatten, das waren die tätowiert sind. Das ist jetzt Mainstream. Wer ist jetzt nicht mehr Mainstream? Der Mainstream, richtig. Die Welt hat sich ein bisschen verkehrt, das ist ganz korrekt. Und er sagt, also Reckwitz sagt in seinem Buch, man kann von Reckwitz halten, was man möchte. Er schreibt viele Bücher, in vielen Büchern auch sehr ähnliche Dinge. Aber er sagt, und das ist schon wahr, dass auf Social Media eine sehr starke Positivkultur vorhanden ist. Das heißt, was senden wir auf Instagram? Instagram auf, alle lächeln, alle sind super gesund ernährt. Und ich schaue mein Frühstück an und denke mir, gut, kann nicht mithalten. Also vielleicht ist es auch gesund, aber so schön ist es nicht. Und alle sind fit. Da möchte ich auch ein bisschen widersprechen. Pamela Reif ist vielleicht für die Influencerin kein gutes Beispiel, weil die tut tatsächlich was für ihren Körper und zeigt uns auch, was sie dafür tut. Da gibt es noch viel Schlimmere, die man hätte erwähnen können. Also da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Aber die Bilder, die wir da kriegen, Fitspiration, ja, jetzt als Neues, müssen wir alle fit sein? Brauchen wir alle ein Sixpack? Ist das jetzt das so quasi, ich merke die Reaktion im Publikum so, ja, also wenn ich ihn kriegen darf, ich würde nicht nein sagen. Okay, ja, kann ich verstehen, aber sind das die Ideale, die wir tatsächlich an alle weitergeben möchten? Und ist dieses ständige Positivsein, ist das das, was wirklich das Ziel ist? Was ist daran authentisch? Sind wir denn immer alle gut gelaunt? Und lächeln wir immer alle? Und dann gibt es so diese paradoxen Hashtags, No Filter. Oder wie war das? Morning Face. Und die fotografieren sie im Bett und ich denke mir, boah, so würde ich nach dem Herrichten gern ausschauen, wie die direkt nach dem Aufwachen ausschauen. Ja? Und man hat ständig dieses Gefühl, man ist unzulänglich. Und nicht nur die Jugendlichen, auch schon Kinder. Das haben wir auch in der Studie gesehen. Das fängt bei den Klassenstufe 5, 11-Jährige an, die sich schon zu dick finden. Weil die Bilder einfach dementsprechend sind. Ich meine, in meiner Generation hat es Bravo und Girl und Rennbahn Express gegeben. Die sind halt einmal in der Woche, einmal im Monat, alle zwei Wochen erschienen. Und die hatten auch unsere Vorbilder da drinnen. Und es war schön, aber die haben wir nicht ständig gehabt. Und wir haben das Heftel dann irgendwann einmal weggelegt und die Welt war wieder realer. Einfach alles ein klein wenig verschoben. Und die Bilder, denen wir nachhetzen, wir kommen ja gar nicht nach. Alles ist immer positiv. Alle haben immer diese wunderschönen Bilder vom Urlaub, wo du dir denkst, so, Wahnsinn, da möchte ich auch hin. Und dann entstehen halt auf der anderen Seite, weil alles hat im Leben immer zwei Seiten, nämlich dieser Instagram-Tourismus. Ja? Wo dann plötzlich man sich 10 Stunden anstellen muss für dieses eine Foto. Oder es gibt eine Studie, wie viele Selfie-Tote es gegeben hat. Ja? Leute, die halt beim Selfie machen, zu nah an der Klippe sind. Ist nicht lustig, aber es ist ein Phänomen unserer Gesellschaft, weil alles immer extremer wird. Ich muss noch ein besseres Foto machen. Wir leben eigentlich gar nicht in einer Vergleichsgesellschaft, sondern in einer Superlativgesellschaft. Wir möchten nämlich nicht gleich gut wie die anderen sein. Wir wollen besser sein. Also zumindest gleich gut, aber besser, fitter und das Einzige, wo wir vielleicht nicht besser sein wollen, ist das besser informiert sein. Aber schöner und gesünder, das wäre schon ganz nett. Und dann kommen so Dinge wie die künstliche Intelligenz. Und die künstliche Intelligenz, und ich habe ein Buch mit und vielleicht lese ich Ihnen dann
im Nachgang noch was daraus vor. Das wurde von einer künstlichen Intelligenz geschrieben und es ist erschreckend, weil alles, wovon wir geglaubt haben, dass wir das sind, kann jetzt der Chatbot ChatGPT. Der kann Gedichte schreiben, der kann Lieder schreiben. Das sind Dinge, die können wir alle nicht. Der schreibt uns unsere Erörterung in 2 Minuten. Ich meine, die ist flach, inhaltlich. Die Sätze sind immer gleich, vom Stil her. Aber er schreibt sie uns und er gibt uns damit Zeit, die wir für was anderes nutzen könnten, um uns zu vertiefen in das Thema. Dummer aber nicht, weil wir brauchen dann den Coffee to go, um noch schnell einen Podcast zu hören nebenbei. Wir nehmen uns auch nicht die Zeit in der aktuellen Gesellschaft. Und da sind wir tatsächlich, und diese künstliche Intelligenz übrigens, wenn ich Sie jetzt frage, seit wann beschäftigt uns künstliche Intelligenz? Haben Sie eine Ahnung? Können Sie es einschätzen? Wild rausrufen! 1956! Ist okay, da hat wer aufgepasst. ja, es sind die 40er, 50er und der Turing-Test nach Alan Turing in den 50ern, 56. Es gibt ein bisschen strittig, aber wenn man ChatGPT fragt, er sagt, glaube ich, 56. Also im Grunde genommen, das ist jetzt kein neues Phänomen. Aber jetzt ist es halt gerade aufgeschlagen, weil eine Firma eine Supermarketing-Strategie gefahren ist. Und jetzt sind wir alle nervös vor etwas, das eh schon immer da war. Sollten wir uns vielleicht auch die Ruhe nehmen und in Ruhe darüber nachdenken, was das Ding mit uns macht. Und da sind wir jetzt endlich bei den beiden Akronymen WUKA und BANI als Welterklärungsmöglichkeiten. Das sind keine Begriffe, die von mir kommen, sondern WUKA ist schon in den 80er Jahren in dem Wirtschaftssektor als die große Herausforderung gesehen worden. Was heißt die große Herausforderung? Wir sind in einer Welt, die sich durch 4 Bereiche auszeichnet, die Volatility, das heißt, alles ist im Fluss, alles verändert sich sehr schnell, wir können uns auf nichts mehr einstellen, wenig Stabilität. Früher war es so, dass in einer Familie, so bis Mitte 19. Jahrhundert, haben die Söhne, Töchter erinnert, die Söhne haben also immer den gleichen Beruf gewählt wie die Väter. Dann von 1850 bis 1970 einen anderen Beruf als die Väter. Und mittlerweile wechseln wir also innerhalb der Lebensperiode des Vaters mehrfach den Beruf. Ja, also es wird alles sehr viel schneller und dann somit auch sehr viel ungenauer, sehr viel unvorhersagbarer. Es wird alles sehr unsicher. Uncertainty, 2. Buchstabe. Wir können uns nichts mehr sicher sein, denn es kann immer irgendetwas passieren. Wir wissen heute nicht, was morgen kommt. Wir haben es spätestens mit Corona gemerkt, dass von einem Tag auf den anderen alles anders sein kann. Und warum das so ist, können wir nicht sagen, weil die Zusammenhänge sind nicht mehr kausal, sondern komplex. Wir können nicht mehr sagen, was auslöst. Wenn in einem System, in der Wirtschaft was passiert, dann betrifft das auch die Politik und die Gesundheit und die Schule und die anderen Systeme, die in einer Gesellschaft vorhanden sind. Wo genau die Zusammenhänge sind, die können wir schon lange nicht mehr identifizieren. Das Problem des Algorithmus unter anderem. Und es gibt für alles nicht nur eine Seite, sondern es gibt auch immer eine zweite Seite. Und da sind wir beim Bereich der Fehlinformation oder Falschinformation, weil man muss einmal fragen, was ist der Sinn dahinter? Warum, oder was ist die Intention, nicht der Sinn, die Intention dahinter? Und ist es passiert oder war es absichtlich, dass uns hier eine falsche Information oder eine Fehlinformation gegeben wurde? Das heißt, man muss auch immer sich beide Seiten anschauen. Was macht der Journalismus? Wie wirkt der Qualitätsjournalismus, Wissenschaftsjournalismus? Und es gibt so Menschen, Autorinnen, die kann man zu jedem Thema befragen und die haben zu jedem Thema eine Meinung. Schauen Sie mal in die Zeitung, Sie werden das eine oder andere aktuelle Beispiel dazu finden. Das heißt, WUKA ist das Akronym, mit dem die Herausforderung in unserer Gesellschaft beschrieben worden sind. Und WUKA eben aus der Wirtschaft heraus gedacht. Da ging es um Unternehmensstrukturen und wie sich diese Unternehmensstrukturen also quasi entwickelt haben und wie man jetzt vor allem in einem Unternehmen auch agieren muss, damit man auf diese Veränderungen, diese Herausforderungen reagieren kann. Und in den, so vor 10 Jahren ungefähr, ist dann BANI die Antwort gekommen. Also mit BANI die Antwort auf WUKA. BANI, wieder so ein Akronym. Das sagt aber, wie wir Menschen
auf diese Herausforderungen reagieren. Und zwar, wir sehen die Welt als brittle. Brittle heißt so viel wie porös. Es ist nichts stabil, es kann jeden Moment alles zusammenfallen und das führt letztlich dazu, dass wir anxious sind. Wir haben Angst, wir sind ängstlich. Wir sind uns nicht bewusst, also wir sind uns nicht mehr sicher um unseren Platz in der Welt. Schauen Sie mal, wenn Sie in einen Buchladen gehen, wie viele dieser Selbsthilfebücher es gibt, wo es darum geht, uns nicht nur selbst zu optimieren, sondern auch zu sagen, es gibt eines, das heißt zum Beispiel, immer funktionieren funktioniert halt nicht. Oder dann lieber nicht die Rebellion gegen den Terror des Positiven. Ja? Wirklich, das Buch heißt so. Können Sie, also sind Bestseller. Warum brauchen wir die? Weil wir einfach uns unsicher sind. Um der Körperbilder wegen, der falschen Ziele. Wir versuchen immer allem nachzulaufen und haben kaum Zeit, wirklich innezuhalten und zu reflektieren. Denn es ist nichts linear. Wenn ich mich heute für etwas entscheide, kann diese Entscheidung binnen Sekunden schon wieder falsch sein. Und wir wissen nicht genau, in welche Überlegungen wir noch überall, also quasi mit einfließen lassen sollen, so dass wir mittlerweile vielleicht auch der Meinung sind, wer sich zu viel den Kopf zerbricht, hat auch nur Kopfweh. Und vielleicht sollten wir einfach manchmal auch den Kopf ausschalten. Detox gibt ja, Digital Detox. Eine Möglichkeit, vielleicht auch Abstand zu gewinnen vom Terror des Bösen, von den ganzen schlechten Nachrichten, die wir auch ständig bekommen. Denn was macht es, wenn Sie ständig nur mit schlechten Nachrichten konfrontiert sind? Was macht das mit Ihnen? Die Welt ist letztlich incomprehensible geworden. Manche versuchen noch, sie zu verstehen, manche haben es aufgegeben und manche gehen in die Verschwörungstheorie, um sich ein eigenes Erklärungsmuster zu bilden. Dabei ist es relativ klar, denn was ist die Antwort? Was ist die Antwort auf alles? Vielen Dank. Die 42 ist die Antwort auf alles. Wer das nicht kennt, sollte mehr lesen oder den Film anschauen bei Anhalter durch die Galaxie. 42, also in dem Fall VUCA, ist nämlich nicht nur das Problem, das Barney ausgelöst hat, also VUCA, wir reagieren Barney, aber wir können auch VUCA reagieren, denn VUCA ist die Lösung für das Mindset, das wir brauchen. Und wenn Sie jetzt die Begriffe sehen, werden Sie den einen oder anderen wieder finden, den wir in den vorherigen Beiträgen hatten. Und ich verspreche, also ich schwöre, ich habe nichts geändert. Nämlich, wir brauchen eine Vision. Wir können nicht in der Jetztzeit denken. Wir können nicht jetzt unterrichten mit den Methoden von gestern, die Gesellschaft heute für eine Gesellschaft für morgen. Wir müssen auch den Blick nach vorne wagen können. Futures Literacy, Futures, Plural, Literacy, von der UNESCO formuliert, es geht darum, die Zukünfte, ich stoße mich an diesem Wort Zukünfte, als Plural stoße ich mir extrem, aber es heißt so, die Zukünfte denken lernen, antizipieren. Wenn ich an einem Stellrad etwas ändere, was passiert dann? Das heißt, es geht nicht nur darum, Faktenwissen zu haben, weil wenn ich kein Faktenwissen habe, kann ich auch Artikel, Beiträge nicht auf die Korrektheit kontrollieren. Also Faktenwissen steht außer Frage. Aber ich brauche auch Strategien, um zu überleben. Abstrakte Strategien. Man könnte diese abstrakten Strategien auch Algorithmen nennen und in dem Bereich des Computational Thinking anführen. Weil das Problem, das wir heute haben, haben wir morgen vielleicht nicht mehr. Das Gleiche. Aber das Prinzip dahinter schon. Und die Strategien sind eben nun mal abstrakter. Zweite, was wir an Mindset brauchen, ist ein Understanding. Nicht abzublocken, sondern eine verständnisvolle Einstellung zu haben. Nicht das Fremde abzuweisen, das Neue, das Innovative, sondern mit offenen Augen entgegenzutreten und zu reflektieren. Wenn was neu ist, Sie kennen vielleicht so diese alte Weisheit, ich versuche es jetzt auf Hochdeutsch zu sagen, was der Landwirt nicht kennt, das isst er nicht. Sie dürfen es für sich gerne übersetzen. Im Grunde genommen nicht das Mindset, das wir eigentlich haben sollten. Genauso wie dieses, jetzt nicht auf Hochdeutsch,
haben wir immer schon so gemacht, werden wir auch weiter, war nicht verkehrt. Diese Bewahr, es ist nicht, also Bewahrmentalität, es ist nicht der Fall, dass wir alles ändern sollten. Aber wir sollten Änderungen auch vielleicht zulassen. Mit zum Beispiel dem Fach Digitale Grundbildung geht es in diesen Bereich. Weil wir haben da einen ganz einen starken Fokus auf die Medienbildung und in der Medienbildung auch die Reflexion drinnen. Und nicht nur die informatische Bildung, wo es auch sehr viel um wirklich Tätigkeit geht und auch die Mediengestaltung, sondern auch Medienbildung, das, wie funktionieren Medien, wie nutze ich Medien und was macht die Mediennutzung mit mir? Auch das zu reflektieren. Weil überlegen Sie mal für sich, welche Medien Sie hauptsächlich nutzen und was Sie davon an Ihre Umwelt abgeben. Und erinnern Sie sich daran, was die Barbara Buchecker uns gesagt hat, dass die Kinder und Jugendlichen heute genau 2 Tageszeitungen nennen können. Und die nicht zwangsläufig dem Qualitätsjournalismus entspringen. WUKA hat noch 2 weitere Buchstaben, nämlich wir brauchen Courage und Clarity. Also Courage ist wahrscheinlich klar, wir müssen auch lernen, unsere Meinung zu sagen. Kritisches Denken ist eine dieser 21st Century Skills, die immer wieder bemüht werden. Einfach auch thinking outside the box. Nicht out of the box, dann sind wir ja noch im Boxerl drinnen, sondern outside the box. Rausgehen und auch die Box mit anschauen. Schauen, wie das Ganze funktioniert. Und dabei auch in unserem Mindset klar sein und nicht im Sinne von nicht uns vernebeln lassen, unsere eigene Meinung uns bilden, indem wir verschiedene Seiten abwiegen. Und Sie merken schon, da ist ein bisschen diese Krux jetzt drinnen, weil wir haben ja keine Zeit dafür, die verschiedenen Seiten abzuwiegen. Also auch Zeit für uns zu nehmen, wobei wir dabei immer sehr agil bleiben müssen. Agil auch im Sinne von, also das kommt tatsächlich WUKA aus der Unternehmenswelt, dass wir uns schneller anpassen können an neue Veränderungen, dass wir lifelong learning betreiben. Sie wissen es alle, wir können, auch vor allem im Lehrberuf, wir können jetzt sagen, so, wir haben, also ich habe mein Lehramtsstudium 2005 beendet und ich brauche jetzt mich nicht mehr fortbilden, weil das, was ich dort gelernt habe, das reicht. Ich bin Französisch-Italienisch-Lehrerin. Die Franzosen sind wahnsinnig, wahnsinnig stabil in ihrer Sprachverwendung. Die haben seit der Académie Française 17. Jahrhundert wenig verändert. Das halten noch ein paar Jahre. Die Italiener, ein bisschen später, aber auch sehr traditionell, gerade beim Standard-Italienisch, also brauche ich mir auch keine Sorgen machen. Ich kann mit dem, was ich studiert habe eigentlich, ich glaube, ich komme bis zu meiner Pension durch. Funktioniert halt leider nicht, weil die Gesellschaft sich verändert und nicht nur eben sprachliche Kompetenzen, sondern auch andere Kompetenzen gefragt sind. Und eine dieser Kompetenzen oder Kompetenzbereiche könnte LAFT sein. LAFT ist tatsächlich, sind auch wieder 4 Begriffe, eigentlich sind es 8, aber ich habe geschummelt, ich habe sie nämlich zusammengezogen, weil wir haben keine Zeit, Sie wissen es, ich muss knapper sein. Es geht darum, das kommt eigentlich von der gleichen Person, die auch WUKA definiert hat, also die positive Seite von WUKA. Ich merke mir den Namen nicht, Sie können es aber sicher googeln. Im Grunde ist LAFT auch wieder ein Mindset, wo es darum geht, das macht das Ganze ein bisschen klarer, wie wir damit umgehen sollen, vor allem auch in der Schule. Nämlich wir brauchen Lockerheit und Belastbarkeit. Sie merken das Paradox? Ja? Ist es aber eigentlich gar nicht, weil wenn wir nicht uns versteifen auf etwas, dann sind wir locker und auch belastbar, weil wir die Sachen nicht so eng sehen. Das heißt, wenn es um das Lernen geht, wenn es um die Herausforderungen geht, dann eine gewisse Distanz einzunehmen. Und das ist etwas, was man mit den Schülerinnen und Schülern auch praktizieren kann. Nicht dann, wenn man ein Training to the Test macht und Bulimie lernen ermöglicht. Und das wird ja durch ChatGPT auch jetzt zunehmend erschwert, sondern wenn es wirklich darum geht, die Dinge dann auch zu verstehen und darüber reden zu können. Das heißt, auch verschiedene Positionen aushandeln zu können. Das zweite ist Achtsamkeit und Empathie. Wenn wir in einer Gesellschaft leben, die sehr hektisch ist, wo alles sehr schnell geht, wo es um Leistung und Konkurrenz geht, dann müssen wir auf uns achten. Und ich erzähle Ihnen nichts Neues, weil das wissen wir schon seit langem. Und wir müssen auch den anderen gegenüber sehr empathisch gegenübertreten. Nicht Ablehnung, nicht Mauern,
sondern auch andere Meinungen zulassen. 21st Century Skills. Was sind diese 21st Century Skills? Also, Sie kennen diese 4 Cs oder 4 Ks. Es geht um Kommunikation. Kommunikation ohne Achtsamkeit und Empathie funktioniert. Aber wie? Kollaboration ohne Achtsamkeit und Empathie funktioniert auch. Aber wer weiß, wie lange wir dann zusammenarbeiten werden. Kritisches Denken, ja, wird ein bisschen schwieriger, mit Achtsamkeit und Empathie wahrscheinlich zu argumentieren, aber dem anderen gegenüber das dann zu kommunizieren und auch sich selbst gegenüber nicht zu viel zu reflektieren, sondern auch irgendwo den Schnitt, den Cut zu setzen, wäre natürlich auch ganz wichtig, sich selbst gegenüber empathisch zu sein, wenn es das überhaupt gibt. Und das im vierten Bereich, die Kreativität, auch da Kreativität im Sinne von neue Wege finden, ohne dass wir uns selbst aus dem Gleichgewicht bringen, aus der Work-Life- oder School-Life-Balance oder Digital-Life-Balance. Also uns nicht aus dem Gleichgewicht bringen mit dem neuen Weg, den wir gehen, und auch die anderen nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Flexibilität. Sind wir im Bereich der Agilität? Wir haben gar keine andere Möglichkeit mehr, als flexibel zu reagieren. Sie wissen es am besten. Lehrerinnen und Lehrer sind, glaube ich, das flexibelste Volk von allen. Weil wir finden immer Lösungen für Probleme, die sich uns stellen, und vergessen dann auch, diese Probleme weiterzumelden. Und somit merkt von den Problemen nie jemand was, weil wir immer Lösungen finden dafür, ganz flexibel. Sie kennen das. Das heißt, im Grunde müssten wir auch einmal drüber reden, was uns so passiert, und müssten den Kontext auch einmal weitermelden. Das tun wir aber meistens nicht, weil wir die Zeit gar nicht haben und gar nicht daran denken, dass wir jetzt eine Lösung gefunden haben und flexibel waren für etwas, was eigentlich ein starres System ist. Und das Letzte, Transparenz und Intuition. Sie sehen, ich habe ein bisschen mit diesen Anfangsbuchstaben gespielt. Transparenz in allen Bereichen, in den Daten, es gibt die offenen Verwaltungsdaten mittlerweile, die versuchen, Transparenz zu ermöglichen. Es gibt Politikerinnengehälter, die transparent offengelegt werden, wie auch immer. Es gibt Transparenzgesetze. Warum muss man uns Gesetze geben, um transparent zu sein? Wann hat es angefangen, alles zu verheimlichen? Vor allem in einer Gesellschaft, die in Social Media den Unterschied zwischen Privatheit und Offenheit eigentlich gar nicht mehr trennt oder diese Trennung gar nicht mehr macht. Oder hätten Sie früher sich auf die Straße gestellt und hätten laut geschrien mit einem Foto in der Hand, ich hatte heute Spaghetti Bolognese. Social Media machen nichts anderes. In Wahrheit. Nur, dass wir dort auch noch das richtige Licht haben und die eigentlich angebrannte Seite unserer Bolognese-Sauce nicht zeigen. Also nur die schöne, mit Beleuchtung. Und neben dieser Transparenz auch Intuition. Das heißt, auch in uns hineinhören. Und darauf verlassen, was uns so quasi mitgegeben ist. Dafür braucht es aber Zeit. Und diese Zeit haben wir nicht. Dafür braucht es Vorbilder. Und wir haben heute schon viel von Influencerinnen gehört und von falschen Vorbildern im Körperbild, auch in der Ernährung, im finanziellen Bereich. Influencerinnen sind auch deswegen so gefährlich. Nicht nur, weil sie uns, ich habe vorhin was gehört, Falschmeldungen sagen, die also Meinungen als Fakten verkaufen und einfach einen wahnsinnigen Einfluss auf unsere Schülerinnen und Schüler damit haben, oder weil sie besonders schlank sind oder besonders gut ausschauen, sondern auch, weil sie ganz, ganz viel Werbung betreiben, bewusst und unbewusst. Und bewusste Werbung muss ja mittlerweile markiert werden. Aber stellen Sie sich vor, Sie haben ein Video, da ist ein Influencer, eine Influencerin im Wohnzimmer, und Sie sehen im Hintergrund ein Regal. Und in diesem Regal steht eine Vase. Und die Vase ist Deko. Die ist aber nicht unabsichtlich dort. Und wenn dann über ein Buch gesprochen wird, das man verkaufen möchte, weil Rezensionen, also Booktubes, sind ja an sich was Gutes, wenn die Bücher richtig zusammengefasst werden und nicht unbedingt nur der Verlag beworben wird und auch vielleicht der Meinung dabei ist, eine richtige, da muss dann die Werbung ja dabei stehen. Aber der Rest ist auch sehr viel Werbung.
Und wenn man sich die GYM-Studie anschaut, da ist vor 4 oder 5 Jahren das letzte Mal erhoben worden, wie sehr die Schülerinnen und Schüler darauf wirklich achten. Und sie, damals war es, also es ist eigentlich schon eine Ewigkeit her, damit war, glaube ich, ein Drittel oder mehr als ein Drittel, die gesagt haben, ich habe bewusst schon etwas gekauft, weil es ein Influencer, eine Influencerin beworben hat. Wie viele es aber sind, nur weil sie etwas gesehen haben, das sie gerne hätten, unbewusst, wissen wir nicht. Und in meiner Zeit war es vielleicht noch so, also ich komme noch aus der Generation, in dem Verlagshäuser Kataloge geschickt haben, 2-mal im Jahr, den Frühjahrs- und den Herbstkatalog. Und es war immer so, jetzt muss der Katalog bald kommen und wir durften den dann durch, also ich durfte den durchblättern und dann durfte ich mir 1, 2 Sachen aussuchen, die habe ich dann bis zum nächsten Katalog bekommen, wenn sie nicht ausverkauft waren, bis zu dem Zeitpunkt. Kennt das noch wer? Ich merke Nicken, okay, gut. Heute kriegen wir ein Newsletter jeden Tag. Das heißt, wir werden auch ständig, und es ist wieder diese soziale Beschleunigung, ständig verführt, etwas Neues zu kaufen. Und dabei sind wir nicht mehr achtsam. Wir hören nicht mehr intuitiv drauf, brauche ich das? Sondern, puh, das ist schön, das hätte ich gern. Und wenn man es sich nicht leisten kann, und gerade in der Peer-Gesellschaft, dieser Vergleich mit der Peer-Gesellschaft, dieses Mitglied in einer Peer-Group zu sein, ist ein ganz wichtiger Punkt für Jugendliche, aber nicht nur für Jugendliche, auch für Erwachsene. Wenn man dann diese Dinge nicht hat, die alle anderen haben, fühlt man sich ausgeschlossen. Und durch das Ausgeschlossensein kann man auch keine super tollen Fotos mehr machen. Wenn man keine super tollen Fotos macht, dann bekommt man keine Daumen und keine Herzen. Und dann fehlt das, was wir vorhin gehört haben, nämlich diese Dopaminspritze. Die haben wir dann nicht. Und das kann in Suchtverhalten führen. Oder in das Verletzen des eigenen Körpers. Oder von anderen Körpern. Und das kann man bei Reckwitz übrigens nachlesen. Das heißt, was ist so quasi das Finale, das ich Ihnen mitgeben möchte? In der Didaktik wird ganz oft von Authentizität gesprochen. Authentizität in unterschiedlichsten Bereichen. Materialien sollen möglichst authentisch sein. Wir haben es gehört, in der Lebenswelt der Jugendlichen soll man sie abholen. Mit den Beispielen, die sie betreffen, sollen wir sie auch schulen. Dafür müssen wir aber auch wissen, was unsere Schülerinnen und Schüler so tun, wie sie so ticken. Das heißt, diese Herausforderung ist eine Chance, unsere Schülerinnen und Schüler auch besser kennenzulernen und ihre eigene Expertise einzufordern. Schülerinnen und Schüler haben Expertise, die wir nicht haben. Wir haben es heute schon gehört, die Filter mit dem Was ist Schönheit, wie diese Filter genau funktionieren, ich weiß es nicht. Aber meine Schülerinnen und Schüler wissen es. Und ich kann jedes Mal von ihnen lernen. Also nicht, dass ich dann diese Filter auch vielleicht verwende, oder doch. Das ist dann meine Entscheidung. Aber es ist schon mal gut, darüber überhaupt Bescheid zu wissen. Und zu sensibilisieren. Und zwar nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern auch die Eltern dazu. Weil wenn wir nämlich schlechte Vorbilder sind, wo sollen es die Schülerinnen und Schüler denn lernen? Authentisch, aber nicht nur die Lebenswelt, also nicht nur im Sinne der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler und der Unterrichtsmaterialien, die wir haben, sondern auch selbst in unserem Dasein authentisch sein. Das heißt, wenn wir einen Social Media Account, ich weiß nicht, wer von Ihnen einen Social Media Account hat, aber wenn wir Social Media Accounts haben, dann vielleicht doch auch mal auf den Filter verzichten oder die Artificial Intelligence bei der Kamera ausschalten. Oder vielleicht einmal schauen, ob die Artificial Intelligence bei der Kamera eingeschalten ist. Weil bei den meisten Handykameras ist es mittlerweile standardmäßig aktiviert und die Fotos werden wunderschön. Komischerweise. Und wenn man von anderen fotografiert wird, werden die Fotos nie so schön. Kennen Sie das? Das ist, weil die nämlich die Artificial Intelligence nicht eingeschalten haben. Und es gibt da auch Studien, die haben eine davon gehört, also heute schon die Umfrage mit dem Hund und mit der Ratte, die übrigens ausgeschaut hat wie ein Hamster oder Meerschweinchen. Meerschweinchen, ja, eher, ja, nicht Hamster, Meerschweinchen. Aber im Grunde genommen hat man auch solche Untersuchungen mit gefilterten Fotos gemacht und hat ein Foto mit Filter, also wo ein Schönheitsweichzeichner drauf war, und eines ohne den Schülerinnen und Schülern gezeigt, den Jugendlichen, und hat gefragt, was ist echt und was ist mit Filter, und sie haben beinahe alle haben gemeint, das Hässliche ist das mit dem Filter, nämlich mit einem Hässlichkeitsfilter.
weil diese Hässlichkeitsfilter, die gibt es auf Snapchat. Da kann man dann, und es ist absurd, ich habe eine 12- und 13-jährige Nichte, und da gibt es einen Filter, da kann man ausschauen wie die Oma. Und die haben sich diesen Filter, ich sehe auch Nicken, das haben einige anscheinend schon ausprobiert, und wir haben den Filter ausprobiert und es war total lustig, weil die eine Nichte schaut aus wie meine Mama, also quasi die Oma, und die andere Nichte schaut genauso aus wie die andere Oma. Und es war einfach wahnsinnig und sie haben sich wahnsinnig gefreut, jetzt schauen wir endlich alt aus. Und da gibt es die gleichen mit, dann schauen wir aus wie ein Avatar oder wie einfach nur hässlich. Oder weinend. Es gibt jetzt aktuell einen, schauen Sie drauf, da hat man ein weinerliches Gesicht. Wer bitte braucht einen Filter, um so auszuschauen? Aber sie werden uns angeboten. Und damit, wir werden auch Bilder transportiert. Ich meine jetzt nicht, dass das wahrscheinlich erstrebenswert ist, traurig zu sein. Aber es sind Bilder, die transportiert werden. Und in einer Gesellschaft, in der Lesekompetenz schwierig ist, ist auch das Dekodieren von Bildern recht schwierig. Und diese Bildwelt, die wir haben, die funktioniert auch schnell. Sie sehen ein Bild und es verankert sich bei Ihnen. Und Sie haben dieses Bild und Sie kriegen es auch nicht mehr weg. Wenn man sagt, das Bild war eine Fälschung, werden Sie trotzdem dieses Bild abgespeichert haben bei sich und werden es wiedererkennen. Und das macht auch unsere Welt so schwierig. Wir haben eine sehr schnelllebige Welt, die sehr viele Herausforderungen, sehr viele Reize, sehr viele Informationen gibt. Und die Falschen, sage ich jetzt überspitzt, bleiben im Gedächtnis. Und authentisch zu sein heißt auch, dass wir dann auch Fehler eingestehen und nicht Fehler überspielen und ein Theater spielen, sondern auch sagen, ich liege falsch. Und aus diesen Fehlern dann auch zu lernen. Und das den Kindern auch mitzugeben, auch in der Schule. Aus Fehlern kann man lernen. Fehler sind gut. Solange wir daraus lernen. Wenn wir nie mehr daraus lernen, dann sind Fehler nicht gut. Aber solange wir daraus lernen, haben sie etwas Positives. Wir sehen diese Herausforderung, die neue Herausforderung als Chance, uns weiterzuentwickeln. Und für die Schule bedeutet das, und es sind immer so, immer wenn neue Erfindungen kommen oder wenn in der Gesellschaft sich etwas ändert, dann wird generell dieses Schulsystem als eines der ersten irgendwie in Frage gestellt. Und zwar nicht nur in einem Bereich, sondern komplett. Schauen wir uns einmal die Berichterstattung über ChatGPT aktuell an. Das ist jetzt keine neue Erfindung. Wir haben das schon seit Ewigkeiten. Es wurde durch OpenAI wahnsinnig gut marketingtechnisch platziert. Die zeigen uns jetzt quasi mit der Karotte, die vor unserer Nase herumbaumeln lassen, was alles schon geht. Und sagen, Achtung, wir sind jetzt in Version 3, die 4er Version, die ist noch besser. Aber die könnte dann kostenpflichtig sein. Man weiß es nicht genau. Also wahrscheinlich. Vielleicht aber auch nicht, weil im Hintergrund haben wir ja Microsoft und die würden es ja gern einbinden. Aber vielleicht nicht für alle. Vielleicht nur für einen Teil. Also vielleicht für die Unternehmen und für die Schulen nicht oder umgekehrt. Oder vielleicht für diejenigen, die schneller sind als die anderen. Aber Bildungsgerechtigkeit haben wir damit nicht. Und diese Systeme, diese Geschichten sind zu hinterfragen. Genauso wie die Datensätze, die dahinter sind. Wir haben heute ein Bild von Midjourney und eins war, glaube ich, von DALL-E, also von den Artificial Intelligence Bildprogrammen, haben wir gesehen in der Präsentation. Die Stereotype, die dort transportiert werden, sind immens. Aber sie sind wenig überraschend, denn Sie kennen TikTok, sonst wären Sie nicht hier. Wir haben es heute auch schon öfters gehabt, aber einer der neuesten Trends auf TikTok sind die Girlfriends at Home, oder Home Girlfriends? Wie ist jetzt der Hashtag ausgefahren? Stay at Home Girlfriends, danke. Wunderbar, es ist immer gut, wenn man auch einen Publikumsjoker hat. Die Stay at Home Girlfriends, also im Grunde genommen die jungen Damen, die zu Hause bleiben, und sich mit wirklich diesen spitzen Schürzen am Herd zeigen, wie sie ihr Brot oder Bananenbrot aus dem Backrohr holen. Ein Rollenbild, das wir auf Social Media bekommen. Alle. Und viele springen drauf an.
Das heißt, vielleicht sollten wir können jetzt das Schulsystem gerne kritisieren. Und wir können gern die Grundfesten mit ChatGPT und Ähnlichem einmal überdenken. Nämlich, ist unsere Prüfungskultur noch aktuell? Ist unser Lehrplan noch aktuell? Ist in unserem Lehrplan zu viel drinnen? Haben wir zu viel Zeit oder zu wenig Zeit? Ist es gerecht, was wir tun? Wie gehen wir mit den heterogenen Klassen um? Sind wir dafür ausgebildet, mit heterogenen Klassen umzugehen? Und ist die digitale Grundbildung etwas, was die digitalen Grundbildungslehrer machen sollen? Oder trifft es uns alle? Und somit trifft uns Artificial Intelligence alle und Social Media auch. Und ich kann diese Bereiche in jedem Fach kann ich die behandeln. Und sie stehen auch in jedem Fach tatsächlich im Lehrplan. Man muss nur den Lehrplan nach den 4 Cs auslegen, nämlich ein bisschen kreativ. Dann funktioniert's. Aber vielfach haben wir einen geheimen Lehrplan, das Schulbuch. Und Schulbücher brauchen, und das ist keine Kritik am Schulbuch, zwischen dem Entstehen und der Approbation und bis sie in die Klassen kommen, vergeht einfach Zeit. Die können gar nicht up-to-date sein. Das funktioniert nicht. Das ist keine Kritik, das ist einfach eine Feststellung. Wir können alles kritisieren, aber es liegt in unserer Hand, den gesellschaftlichen Herausforderungen, wo der Schulbuchmarkt auch gar nicht nachkommen kann, aufgrund der Schnelligkeit in der traditionellen Version, diesen Herausforderungen entgegenzutreten und nicht darüber zu jammern, dass es die Herausforderungen gibt, weil ändern können wir es nicht, sondern die Herausforderungen anzunehmen und als Chance zu sehen. Und zwar in den 4 Cs mit VUCA als Lösung, mit einer Vision, mit einem Understanding, mit sehr viel Courage und mit einer Agilität. Und dann können wir, wenn wir mit anderen kollaborieren, mit anderen kommunizieren, gemeinsam kreative Lösungen finden für Probleme, die wir vorher kritisch reflektiert haben, dann kommen wir leichter ans Ziel. Und dafür brauchen wir, jetzt komme ich ganz zum Anfang zurück, auch diese Gesellschaft, die Gesellschaft der Digitalität oder Kultur der Digitalität, wo wir gemeinsam an Projekten arbeiten und Dinge auch teilen. Und das ist auch authentisch, den anderen gegenüber offen zu sein und mit anderen Dinge zu teilen, die man selbst gemacht hat und dazu zu stehen, dass man es gemacht hat, nach bestem Wissen und Gewissen und die Kritik von den anderen auch noch zu ertragen und es als Fortschritt zu sehen. Und somit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich über Fragen. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit.